Hallo, willkommen zu einem neuen Vlog, der erste Vlog mit den neuen Haaren. Wenn ihr das hier seht, dann habt ihr sicherlich schon das letzte Video gesehen. Wenn nicht, dann schaut dort gerne einmal vorbei. Ihr habt meine neuen Haare bestimmt und das hier ist bei rausgekommen. Ein Riesensprung. Wir haben es nachmittags. Ich habe Tomatensauce an meinem Kinn. Wow, genau so habe ich gerade den Postbotentür aufgemacht. Naja, apropos Postbote. Wir haben heute Nachmittag, ich sage es extra so Nachmittag, eine Abzugshaube bestellt und die ist einfach jetzt gerade angekommen. Da stand irgendwas von Same Day Delivery oder so und wir waren so, hä, ja, okay, nehmen wir. Und dann stand da aber, Same Day Delivery kommt am 5. und heute ist ja der 4. Deshalb dachte ich, na gut, dann kommt es halt morgen, ne, wäre ja auch völlig normal. Und anscheinend kam das aber hier aus Hannover und deshalb kam es jetzt einfach heute schon. Ich habe mir gerade einen Eiskaffee gemacht und zwar mit einer speziellen Eiskaffee-Kapsel, denn Nespresso, übrigens keine Werbung, ich habe das alles selbst gekauft. Beziehungsweise trotzdem Werbung, weil ja gerade alles Werbung ist, aber es ist selbst gekauft. Die haben jetzt extra Kapseln für Eiskaffee, weil die gesagt haben, dass normaler Kaffee ja, wenn das kalt gemacht wird, bitter wird. Eigentlich finde ich, es schmeckt ganz genauso, wie wenn ich die normalen Kapseln mit Milch und Eis trinke. Aber gut, egal. Ich habe übrigens auch gerade die Nägel lackiert, weil irgendwie entweder meine Nägel wachsen außergewöhnlich schnell momentan, aber die sind schon so krass rausgewachsen. Okay, wow, meine Kamera möchte nicht meine Nägel fokussieren. Jetzt. Seht ihr das? Die sind schon so krass rausgewachsen, weil meine Nägel einfach so schnell gewachsen sind. Keine Ahnung warum. Aber ist mir halt so richtig krass aufgefallen. Und mit Farbe sah es irgendwie weniger auffällig aus wie ohne. Deshalb habe ich jetzt Farbe drauf gemacht. Ich habe gerade noch gekocht, habe auch schon gegessen. Jetzt ist ja mittwochs immer unterwegs und ich kocht dann immer und wenn er kommt, dann isst er auch, aber er kommt erst voll spät. Deshalb ist mittwochs immer Mädelsabend mit mir alleine. Aber trotzdem super. Ich habe gerade ein Benefit-Paket bekommen, beziehungsweise schon vor ein paar Tagen ist es bei meinen Eltern angekommen. Meine Mama hat es mir heute gebracht und da sind einfach neue Foundations drin. Ich freue mich schon richtig, die zu testen. Sogar ein neuer Beauty-Blender, das kann ich immer gut gebrauchen. Und ein Armband, was voll süß ist. Da steht drauf, Venus, looks good on you. Voll süß. Oh, looks good on me. Naja, ihr wisst schon. Was aber fast das Geilste an dem Paket ist, sind diese Bommel, weil die Katzen sie lieben. Ne, Coco? Total geil. Katzen kann man sowieso gefühlt immer viel besser mit Spielzeug begeistern, was gar nicht eigentlich als Spielzeug gedacht ist, als mit Spielzeug, was als Spielzeug gedacht ist. Bin mittlerweile abgeschminkt. Leute, ich bin so aufgeregt. Ich mache morgen zwei Dinge, die ich schon immer mal machen wollte. Und ich bin so gespannt, wie es wird. Einmal werde ich ein Zahnbleaching ausprobieren. Da bin ich super, super gespannt drauf. Einfach, weil ich schon immer mal meine Zähne machen lassen wollte, weil ich einfach schon von klein auf relativ gelbe Zähne hatte und nie weiße Zähne hatte und es mich immer so genervt hat. Und jetzt habe ich einen Salon gefunden, der eine ziemlich schonende Methode anbietet, auf die ich super, super, super gespannt bin. Ich werde euch da mitnehmen. Ich hatte da auf Instagram gefragt, ob ihr wollt, dass ich euch da mitnehme und da haben 90% oder so gesagt, ja. Außerdem werde ich in dem Salon noch ein Hydrofacial oder Hydrafacial machen lassen. Ich bin mir nicht genau sicher, wie es heißt. Auf jeden Fall ist es diese Gesichtsbehandlung, wo das Gesicht auch so ein bisschen ausgereift wird und dann mit so Serien und so versetzt wird. Und das soll so mega geil für die Haut sein. Aber ich gehe jetzt erstmal pennen und dann sehen wir uns morgen und ich bin super, super gespannt und aufgeregt. Guten Morgen! Chillst du? Ganz ausgestreckt hier? Willkommen zu diesem neuen Tag. Ich bin aufgewacht und habe auch gerade schon noch ein bisschen am Laptop gesessen. Ich werde mich jetzt ein bisschen schminken. Ich weiß, eigentlich ergibt es keinen Sinn, wenn ich zu diesem Hydra-Facial gehe. Aber ich habe mir gedacht, ich schminke mich dann einfach da. Die werden sicherlich irgendwas haben, um meine Haut ein bisschen abzuschminken, dachte ich. Und ich wollte unbedingt mal diese neue Benefit Foundation ausprobieren. Deshalb schminke ich mich jetzt einfach trotzdem. Übrigens benutze ich in letzter Zeit immer diesen richtig überteuerten Primer, den ich mir in New York beim Sephora gekauft hatte. Und ich bin super überzeugt von denen. Der ist zwar meiner Meinung nach immer noch viel zu teuer, aber er funktioniert wirklich. Also wenn ich den drauf habe, dann rutscht mein Make-up nirgendwo hin. Er riecht mega gut. Ich habe das Gefühl, er pflegt meine Haut auch gut. Ich habe ihn jetzt gerade nicht benutzt. Ich rede einfach nur davon, komplett random. Ich mache gerade nur Dingens Feuchtigkeitspflege drauf, damit ich die Foundation auch einmal so an sich alleine testen kann. Hat so einen sehr flüssigen Touch.
Was ich aber ganz geil finde eigentlich immer. Kommt schon raus. Aufs Gesicht. Oh, ich glaube, die ist super ergiebig. Ich glaube, die Farbe ist auf jeden Fall gut. Oh, die ist voll weich irgendwie. Die lässt sich so übelst weich verteilen. Übrigens ist das hier keine Werbung. Ich mache das nur, weil ich dachte, es wäre vielleicht mal spannend, ein paar neue Produkte mit euch zu testen. Die ist wirklich so sehr leicht, aber trotzdem gibt die voll das schöne Hautbild irgendwie. Ich habe jetzt nur das genommen, was hier schon so ein bisschen rausgeploppt war von meinem Drücken aus Versehen. Und es ist einfach trotzdem zu viel gewesen eigentlich. Also sie ist extrem ergiebig und sieht super schön aus auf der Haut. Ich gehe mal einmal mit dem Beauty Blender ran. Guck mal, wie sich das verteilen lässt. Also mit dem Pinsel ging es auf jeden Fall sehr gut zu verteilen, was ich sehr gut finde, weil es ist echt, finde ich, nicht bei jeder Foundation so. So, das ist jetzt der fertige Make-up-Look. Auf meiner Haut ist jetzt nur die Foundation, ein Puder und Bronzer. Aber ich finde, es sieht total ebenmäßig und schön aus, so die Foundation an sich. Ich auch mal ein bisschen näher rangehe, könnt ihr es vielleicht ganz gut erkennen. Es sieht einfach wirklich ebenmäßig aus. Ich mag es sehr, 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 sehr gerne. Yep. Und jetzt trinke ich meinen Eiskaffee, den ich mir vorhin schon extra gemacht habe. Ich mache mir mal Kaffee, dann mache ich kalte Milch rein und dann stelle ich ihn nochmal in den Kühlschrank für. Je nachdem, wie lange, wann ich dann Lust auf Kaffee kriege, mache ich immer morgens direkt, damit ich den irgendwann dann trinken kann. Und jetzt habe ich Lust drauf. Und jetzt werde ich Kaffee trinken. Woo! Woo! Sie ist so eine Schlafmütze. Guckt euch die mal an, wie lang gestrickt sie hier liegt. Wo ist eigentlich unsere andere Katze? Na, jetzt wirklich erstmal Kaffee trinken. Hallo, ich melde mich auch mal wieder. Ich war ja gestern beim Bleaching und wollte euch dazu nochmal ein kurzes Update geben. Bei mir haben die vorderen Zähne, ihr seht schon, hör gleich zu unten, wesentlich besser angenommen. Das ist aber auch normal. Und was auch normal ist, sagte sie mir, dass es am Anfang so ist, dass das noch so ein bisschen fleckig erscheinen kann. Das war jetzt bei mir nicht so krass, aber nur für euch, falls ihr das wissen wollt. Und dann habe ich so ein Zeug mitbekommen, mit dem ich mir die Zähne putzen kann, was da auch nochmal helfen soll. Und ja, das Ganze soll super schon sein. Ich kann euch das alles mal in der Infobox verlinken. Das ist übrigens nicht bezahlt. Ich sage euch aber gerne, wo ich war. Und zwar war ich bei Glorifit in Hannover. Ich verlinke euch das auch alles in der Infobox, die Infos dazu. Das, was ich jetzt gemacht habe, das war dieses Hollywood Smile Bleaching. Das war mit 3 Schienen und das kostet 99 Euro momentan. Und zu diesen 99 Euro bekommt ihr momentan halt kostenlos so ein Paket dazu, wo dieses Zahnzeug dabei ist, also womit man sich halt die Zähne danach putzen kann, was sie mir halt auch mitgegeben hat. Ich werde euch jetzt auch einmal ein Vorher-Nachher-Bild einblenden. Ich finde schon, dass man sieht, dass sich da was getan hat und dass es einfach wirklich ein paar Nuancen heller geworden ist. Klar, ich muss sagen, ich glaube, dass es noch krasser geht und ich glaube, dass es auch bei vielen noch krasser war. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass meine Zähne da auch immer sehr kompliziert waren. Also zum Beispiel diese White Stripes, die sind ja mittlerweile, glaube ich, illegal in Deutschland, aber als es die noch gab, habe ich die auch mal benutzt und bei voll vielen in meinem Umfeld hat das so viel gebracht und alle waren voll begeistert davon und bei mir hat das nichts gebracht, also regelrecht gar nichts. Es hat meine Zähne null heller gemacht. Deshalb habe ich schon so ein bisschen damit gerechnet, dass das Ergebnis bei mir nicht so krass sein wird wie bei einigen vielleicht, aber das trotzdem echt sowas zu sehen, das finde ich mega cool. Ja, und es hat übrigens auch gar nicht wehgetan, also ich habe nichts gemerkt, das fand ich sehr gut. Wenn ihr schon mal solche White Stripes benutzt habt, die tun ja schon weh, also machen die Zähne schon empfindlicher. Das war jetzt hier gar nicht der Fall. Die Gesichtsbehandlung, dieses Hydra Facial, musste verschoben werden. Die sind ja gerade erst umgezogen in diesem Salon und da haben denen noch so 2 Serien gefehlt. Und dann haben wir gesagt, verschieben wir den Termin nochmal. Da nehme ich euch dann aber auch gerne nochmal mit, wenn ich da dann hingehe. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schaut einfach mal in die Infobox. Da werde ich euch, wie gesagt, alles hin verlinken. Ja, ansonsten haben wir gestern nicht mehr viel gemacht. Ich habe noch gekocht und Nils hat noch ganz schön viel aufgeräumt geholfen, was super war, weil wir haben momentan echt ein mega Chaos und momentan war ich immer ein bisschen dafür zuständig aufzuräumen, weil er sich immer noch um die Küche gekümmert hat. Aber irgendwie war ich momentan richtig demotiviert, weil einfach so viel Zeug rumlag. Es hatte einfach kein Ende. Und da war es schön, dass er mir jetzt immer ein bisschen geholfen hat, weil jetzt hat man wieder ein bisschen mehr Motivation, weil einfach wieder schon ein bisschen was getan ist. Ich hoffe, dieser Vlog hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn dem so ist. Und folgt mir auch gerne, falls ihr das noch nicht tut. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne bei Instagram vorbeischauen. Da habe ich das Ganze mit dem Bleaching auch nochmal festgehalten. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüssi!